Und dann musst du zur Strafe Redfall auf schwer spielen, allein. Bist du verrückt? Oh, das schaffst du. Wenn du Assassin's Speed aushältst, dann schaffst du das. Die, mir hat schon das Island gereicht, das Anspielen. Warum? Auch nichts. Wo man nichts hat. Und keiner macht. Oh. Was? Wo ist der Wächter? Da. Ja, das ist ein komischer Wächter. Ja. Ach, da! Verdammt! Ist drauf! Tot. Schön, oh, hier ist eine Kiste. Ah, hier ist nur Blut drin. Ja, kletter ruhig rauf. Wenn du es brauchst, kletter rauf. Ich bin da ganz flexibel. Oh, guck mal, hier lohnt sich's aber. Hier gibt's Muni. Du schuldest mir und was. Eine Waffe. Geh mal bitte, wenn lass du bei. Nicht ich kann nur. Was sollten sie? Hier ist eine Waffe. Hier war eine Waffe. Mach ihn frei. Ich schulde dir was. Du hast du die Waffenkiste geplündert, zufällig? Welche Kiste? Da im Auto, hinten in der Tür, gleich hinten vorne links. Hier drin. Die Waffenkiste. So, das ist Munitionskiste. Nein, hier. Da drin könnte es ein paar gute Waffen geben. Hier gucke ich nicht. Bestätigt. Deswegen sag ich dir das doch. Du hast da hinten was gesagt. Achso, ich wollte schon sagen, Beutetasche vorne schon drin. Ah, was haben wir denn da? Herr Sebi, guck mal, was wir hier haben. Die ist hübsch, ne? Ja, ein bisschen hässlich, würde ich sagen. Die ist hübsch hässlich. Hier kann man noch mal reingucken. Abgeschlossen. Einfach aus. Ich kann endlich meine Wäsche waschen. Hier ist eine Waffe drin. Ich bin gerade in der Wäscherei. Da ist auch eine Waffe drin. Oh, Klopapier. Arschloch! Oh, mein Poloch, das bleibt denn dreckig. Naja, du kannst ja, wie nennt man das? Ein Stück Holz drüber. Nein, mein Raum! Geh weg! Ist hier nichts drin. Doch, hier war was zu futtern. Hier ist ein Medipack. Brauchst du ein Medipack? Oh, du, hier ist ein Medipack. Hier auf dem Computertisch. Da, wo ich eben drinne war. Und den kleinen Safe hast du nicht gesehen? Nein. War da noch ein kleiner Safe? Wo denn? Ach, da in der Ecke. Ja, den habe ich nicht gesehen. Zeug gefunden. Du hast doch noch die Drichel. Ja, ein. Ja, ich auch nur. Jetzt nicht mehr. Oh, ich habe einen Waffenskin gefunden. Gerüst. Cool. Wie sehe ich ihn aus? Geh mal irgendwo, mach mal die Tür zu am besten. Oh, wir kriegen Besuch. Jetzt ist es ungünstig. Hier ist ein Vampir. Machst du schon. Vielleicht hast du noch eine Chance. Sehr wertvoll. Was? Achso, hallo. Oh, kann aber zahlreich vertreten. Bist du schnell? Unmöglich. Ich kann nichts aufhalten. Jetzt ist er schnell. Jetzt ist er tot. So. Jetzt gucken wir erstmal schnell, ne? Du hast einen Waffenskin, hattest du gesagt, ne? Oh, ich habe eine neue Scharfschützengewehr, das macht 407 Schaden. Erledigt. Dann kann ich hier das Grüne wegtun, ne? Nee, das ist ein Dings hier. Oh, warte mal. Hier unten ist es. Das kann weg. Wie macht man weg mit G, ne? Also, du gehst und wählst die Waffe aus. Wo waren das? Hier, in den Dreiermenü? Nee, wo waren das? Man konnte da... Ausklappen musst du drücken. Und dann kannst du auf Details gehen. Und da müsste dann was zu sehen sein, wenn ein Waffenskin geht. So, ich finde ja gut. Ich weiß nicht, welche Waffe das ist. Ich muss erstmal gucken. Ich habe hier so viele gekriegt. Halbautomatische Schrotflinte. Denn das ist meine Morrigan. Das ist mein Feuerstoßgewehr. Automatisches Sturmgewehr. Oh, Herr Sibi. Automatisches Sturmgewehr. Oh, das hat ja nur 130. Ich habe mich schon gefreut.
Ja, dann kann ich das ja kaputt machen. Mein anderes hat ja viel weniger. Viel mehr. Batschbird, Flockwürfer. Medusa. Aber ich habe wieder so viele Sachen gekriegt. Man weiß auch gar nicht, wo man zuerst hingucken soll, ne? Manchmal. Das ist einfach. 39. Wo ist das Ding? 62. Dann kann das weg. Die Grauen können hier sowieso weg. Ah, jetzt meine Sniper blau. Der Sniper ist blau. Echt trinkt manchmal. Oh, ich habe einen Flockwerfer mit 1300 jetzt. Cool. Habe ich jetzt alle Waffen durch? Ich glaube, ich habe alles, Herr Sibi. Au. La 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 la. Dr. Dre. Ja, ach so, ich habe ja auch noch einen Punkt. Warte, 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 warte. Fähigkeiten? Ah, den wollte ich eigentlich nachher vergeben, ne? Du und Verbündete in Reichweite des Blitzbärs verursachen mit Schusswaffen und Nahkampfangriffen zusätzlichen Blitzschaden. Hört sich das gut an? Mhm. Oder jeder Stromimpuls fügt mehr Schaden zu und die Frequenz der Impulse wird erhöht. Flieg, kleine Krähe. Oder, das ist mein UV-Licht. Schwarzlicht bleibt länger an. Ich mach, das mache ich mal, ne? Wie macht, ich kann das nicht kaufen. Das braucht zwei Punkte, ich muss sparen. Rabe? Machst du da schon wieder Blödsinn? Das Auto ist einfach explodiert. Diese Autos im Ende. Aber hatten wir die Garage nicht schon entsperrt hier? Die hatten wir doch schon entkeimt. Jetzt ist da wieder so ein Ding drin. Ich habe gedacht, wenn man die beseitigt, sind die weg. Einmal nur auf den Moment. Bis die halt ein neues machen. Ja, das kann natürlich sein. Da ist was Rotes. Guck mal, was ist das Rote da? Was ist das hier, Herr Sebi? Ja, die Tür ist knackbar. Das ist doch die Klinik. Hi! Das war ja total sinnvoll. Hier müssen wir ja nicht rein, ne? Aber wir haben... Ah! Noch einer. Das wird bereit. Zum Arsch. Du Herzensbrecher, du. Du kannst nicht... Ah, was ist das? Ein Blutsack. Klappsack. Oh, rechter. Haben wir den noch aufgescheucht? Wo ist der denn? Wo war er? Ach, da oben. Ich sehe den blauen Punkt. Locke. Locke? Locke? Wo hörst du Locke? Locke drin. Nicht so schnell. Bist du schon höher gelaufen? Ich versuche gerade hinzuhören. Den habe ich in den Arsch getreten. Hä? Noch weiter? Ich höre sie auch. Da oben ist wer. Das kann noch weiter höher sein, Herr Sibi. Kommen wir da hoch? Müssen wir irgendwie da raufkommen. Ah, Wächter, natürlich. Da muss man auch auf das Dach raufkommen, ne? Ja, ja. Vom Fenster nicht so einfach, ich musste Space spammen, aber ich hab's geschafft. Hä? Das Fenster ist nur noch. Ich hab das vordere. Ich kann nichts aufhalten. Nein! Komm noch mal hoch. Weiß ich jetzt nicht, warum ich runtergefallen bin. Ich war wahrscheinlich viel zu blöd. Na gut. Das geht irgendwie nicht. Ist da oben die Locke? Na gut, das kann ich nicht sehen. Bin in dem Moment unter. Es werde Licht. Ein bisschen. Echt doof war. Warte mal. Ich höre sie aber noch. Jetzt nicht mehr. Ich geh nochmal hoch. Hopp. Kannst du wohl unten mal die Tür auf... Ah, nee, hast du noch einen Dietrich? Kannst du mal bitte die Tür aufmachen? Danke. Hier habe ich jetzt gar nicht gerechnet. Hier ist noch eine Kiste. Das ist wahrscheinlich auf dem Dach.
Bloß wir müssen doch da irgendwie hochkommen. Das hat eben gerade eigentlich ganz gut funktioniert, wenn ich das jetzt nochmal hinkriegen würde. War ein erstes Fenster und dann... Jetzt habe ich gewurstet. Oh. Du hast gewurstet? Vorführeffekt. Wann hat das eben so gut funktioniert? Hier geht's la, nicht. La, 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 da, ich habe nur mal geguckt. Das muss doch ein ganz... Man muss hier die Ecke treffen, dann schafft man es hoch. Und hier ist auch die Locke, du hast recht. Oder man nimmt hier die Leiter. Man könnte auch die Leiter nehmen, das wäre zu einfach. Hier ist ein Medipack. Oh, ich muss mal heilen, sehe ich gerade. Ich hab's auch ohne Leiter geschafft. Ich habe Narben überall an den Armen. Die Ärzte dachten, ich wäre süchtig. Dabei bin ich selbst das Suchtmittel. Hier ist noch Zeug. Eine Pillendose. Sonst ist es Zigarettenstumpf. Mach hier, die Tasche habe ich. Hier ist noch eine Reisetasche bei mir, ne, falls du möchtest. Ich hab die schon gelootet. Aha, gut. Du könntest auch mal hüpfen, wenn ich das will. Oh. Sag mal. Ey, das ist Cheaten. Als Maul. Ist was drin? Oh, nee, nee, nicht wieder festbacken. Nein, nein. Ah, geht nicht mehr zu. Schade, 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 schade. Der Hell ist ja schon nicht zugeknallt. Ich weiß. So, da lang. Ich habe ja kein Dietrich mehr. Echt? Aber ich habe noch einen. Ich habe oben einen gefunden. Blaues Sturmgewehr war drin. Nein! Doch. Redfall is fuck it, stand da eben. War da was Schönes? Ach da, das brauche ich. Ein Medkit. Mensch, ich habe mich verdrückt. Hier ist ja noch ein Auto. Fühl mich wieder gut. Ja, lass uns die Autos erräubern, aber das Medkit werde ich nicht... Ja, das ist so doof, ne? Aber das Zeug kann man ja mitnehmen, Arschloch. Es wird hell, auch so schön. Aber das ist so weit. Und wir müssen hier runter. Oder machst du... Hm? Ist da was? Ich hab keinen mehr. Auch nicht. Nee. Ich kann auch hier runtergehen. Mach auch nicht. Hier ist wieder ein First Aid Kit. Aber du hast, glaube ich, auch voll, ne? Ja. Guck, das ist mir vorn zugestoßen. Ach so. Was? Was? Die haben uns gehört. Ach, die da unten? Da müssen wir leiser sein. Und denn von hier so? Da sitzen sie. Guck mal, was machen die denn da? Ah! Huch. Morgen! Du verletzt mich. Wo ist er? Cool. Nicht hier. Gut gemacht. Der Ort hat mich noch nicht umgebracht. Da aber mein schon Partner. Mehr. Richtig schön moduliert die Welt. Kann man nicht meckern. Ja, ich verstehe die Kritiken nicht. Und Herr Kedos meinte zu mir, das ist doch, ich weiß nicht, ob ich dir das schon erzählt habe, der war so überrascht, dass wir das gespielt haben. Spielen beide. Das ist doch so scheiße. Aber das ist kein gewöhnlicher Rabe, oder? Weiß jetzt noch nicht so scheiße. Ich bin Schlimmeres, ne? Ja, die Bugs werden ja noch hoch. Nein. Oh. Nein. Lass mich in Ruhe.
Wo bist du denn? Du kannst nicht. Für mich, Baby. Guter Schuss. Nur ein Kratzer. Komm noch runter. Mal gucken. Kommen wir nach rein? Nee. Eine schicke Halskette, Herr Sibi. Eine schicke Halskette. Wolltest du schon immer mal haben? Ja, die machen hier um meinen Pimmel. Wird zwar ein bisschen eng, aber... Palim, palim, sagt man. Nein, nur wenn du eine Flasche dabei hast. Für die Pommes frites. Das kriegen wir hin. Wir sind zurück. So, wollen wir mal gucken. Jetzt, hier konnte man Munition auffüllen, ne? 30 Jahre. Wollen wir erstmal nach Waffen gucken? Hey, brauchst du was? Hier brauche ich nichts. Ich gucke jetzt erstmal rein, was ich hier so habe. Wir haben ja Dinge gekriegt. Wieder, vorhin. Die kann ich noch kaputt machen. Geh. Hier haben wir noch ein anderes Sturmgewehr. Das macht 81. Meins macht 57. Automatisches Sturmgewehr, überlegen. Ja, was soll ich denn dazu sagen? Dann habe ich hier noch ein anderes Sturmgewehr. Ach nee, das ist ja das, was ich ausgewählt habe. Ich habe nichts gesagt. So, der Herr Sibi ist unten irgendwo. Nee, da ist Herr Sibi. Warum ist denn das da unten markiert? Sollen wir da hin? Wir müssen, glaube ich, nach oben, ne? Wo der Stern ist. Weil hier war eine Markierung von dir. Hier unten irgendwo. Naja gut, wir gehen nach oben. Oh, da. Mission ansehen. Wir können... Jetzt nehmen wir die dritte davon, ne? Die untere. Eine Stimme im Dunkeln. Jemand sendet über das Radio Notfallrettungspläne und erzählt den Leuten, dass sie an Samuelsens Werft Nahrungsmittel, Unterschlupf und so weiter finden. Mom hat damals fürs Fernsehen über Hilfsaktionen in Katastrophengebieten berichtet. Machte den Leuten klar, wie sie sowas überstehen könnten. Die Kultisten hier machen das genaue Gegenteil. Locken die Leute per Radio zur Werft. Und in den Tod, vermutlich. Diese Kultisten faseln irgendetwas von einer Bluttrance. Wohl ein erweiterter Bewusstseinszustand. Die Frage ist, wie erreicht man ihn? Und ordnet er ethische Bedenken des Einzelnen dem Überleben der Gruppe unter? Oder offenbart er bloß den latenten Drang zu morden? Ich weiß nicht, was daran so reizvoll ist. Aber ich weiß, dass es so nicht weitergehen darf. So. Weiß Bescheid. Das darf so nicht weitergehen. Ich warte, muss ich den Zettel hinterlassen für den Whisky. Ja, hier, Whisky. Danke für den Whisky. Haben die schon alles ausgesoffen? Wir machen hier die ganze Arbeit, ne? Danke, dass du uns beschützt. Hier spricht Officer Fred Higgins von Red. So, haben wir aufgetankt alles? Munition habe ich mir noch nicht geholt. So, alles aufgefüllt. Ja, wie viel Geld hast du noch? 69. Ja. Hast du 100? Mhm. Arschloch. Wir müssen herausfinden, was die Kultisten. Ach, ich hab noch einen Punkt. Warte. Oder in der Werft wollten. Ein Punkt. Okay. Wir wollten das mit dem UV-Licht machen, ne? Ach nee, da waren ja zwei. Oh, ich bin so blöd. Ich glaube, ich müde ins Bett. In einer halben Stunde. Nee, da will ich noch nicht ins Bett. Weg. Oh, nicht? Ich schon. Ja, ist ja auch richtig so. Du musst ja auch früh raus. Ich auch. Nicht. Ich hab einen Hammer gekriegt. Ich hab einen Hammer. Wie müssen wir jetzt überhaupt hin? Wir müssen zur Werft und zur Übertragungssteuerung. Und dann gehen wir erstmal, warte mal. Ah, hier sind noch Gebiete. Vampirnest. Wollen wir ein Vampirnest zerstören? Warte. Ja, da will ich hin. Vampirnest. Das war mir zu blöd. Vampir. Nest. Aua. Nest. Da. Herr Sibi, was machst du da? Ah, das ist aber hoch, Herr Sibi. Ah, ha, ha.
Findest? Ja, warte mal. Mein V ist nämlich auch aufgeladen. Das würde sich jetzt gut verwenden lassen, wenn da ein Nest ist. Und dann noch die UV-Lampe. UV-Lampe. Hier ist ja schon UV. Nee, das ist ein Schirm, ne? Nochmal. Ich nehme die andere wieder. Kommen wir hier rein? Hier ist eine Art psychokinetische Störung. Ist hier vielleicht ein Nest in der Nähe? Warte mal ganz kurz, ich muss mal die Waffe wieder zurücktauschen. Die ist nämlich scheiße. Kann man hier einfach reingehen? Das kennst du auch nicht, ne? Das kann ich nicht. Ich glaube, jetzt haben wir auch ein bisschen eingeschränkte Fähigkeiten, wie es aussieht. Ja, aber mein V-Ding geht. Mein Strahler geht. Medizin. Alles klar. Fühl mich wieder gut.